Hey Leute, CoolTalk wieder am Start. Wir haben ja wieder ein Update gehabt und dieses Update, Leute, ging 4 Stunden lang. Also war eigentlich ein kleines Update und ich dachte mir so, ja okay, bei so einem kleinen Update werden wir echt wenig Sachen dazu bekommen. Aber ganz ehrlich, dieses Update hat mich echt ein bisschen überrascht sogar, weil es sieht echt nach einem sehr guten Update sogar aus. Bevor wir auf das Update eingehen, schauen wir uns erstmal den neuen Login-Bonus an. Dieses Mal habe ich den ganzen Login-Bonus zu einem einzigen Bild zusammengeschnitten und ich denke mal, es sieht eigentlich ganz okay aus. Man sieht alles auf einem einzigen Blick. Also, es geht natürlich von oben nach unten, okay? Ganz oben haben wir unsere erste Woche. Wir können sehen, in unserer ersten Woche können wir 150 CC bekommen und ein bisschen Energietickets. Dann, in der zweiten Woche können wir sehen, von 150 CC sinken wir auf 100 CC, aber dafür gibt es mehr Energietickets. Und in der dritten Woche sinkt die CC-Anzahl noch einmal, und zwar auf 50 CC, aber dafür kriegen wir jetzt dreimal Energie und einmal einen Radierer. Also insgesamt bekommen wir 300 CC durch den Login-Bonus, bisschen Energie und einen Radierer, was auf jeden Fall auch nice ist. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ist jetzt nichts Großes, aber nimmt man trotzdem gerne an. Wir machen auch direkt weiter mit den Summons. C16 hat sein Zenkai Awakening bekommen und natürlich ist hier auch sein Zenkai Banner dazu. Und für alle, die wirklich Androids spielen und sich genug CC zusammengespart haben, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, diesem C16 ein Zenkai Awakening zu verpassen, weil er ist wirklich sehr stark geworden. Also seine Stats sind schon ein bisschen krass. Ich zeige es euch mal kurz. Das hier wären jetzt seine Stats, aber komplett ohne Titelbonus. Aber man kann hier einfach nur direkt sehen, seine Strike Attack geht über 260.000 und seine Strike Defense, beides locker. Locker über 180.000, das kann schon was, ganz ehrlich. Und deshalb an alle Android-Spieler, mit dem hier könnt ihr nicht viel falsch machen, glaubt mir, der Typ ist brutal stark. Ich weiß, es kostet 8k CC, aber hier kann man auf jeden Fall sagen, dass die CC gut investiert sind, wirklich. Natürlich sind nicht nur seine Stats gut, er hat auch andere Fähigkeiten, die einen auf jeden Fall davon überzeugen, dass dieser Charakter hier echt was drauf hat. Aber da das ein News-Video ist, will ich jetzt nicht zu sehr auf einzelne Charaktere eingehen. Und deshalb machen wir jetzt mit diesem Banner hier weiter. Also dieser Banner ist eigentlich perfekt für Movie-Spieler, aber ich würde trotzdem noch weiterhin sagen, überlegt es euch zweimal, ob ihr da wirklich pullen wollt, weil Movie ist jetzt gerade einfach nicht das beste Team. Plus, hier sind nur alle alten Movie-Charaktere. Ich weiß, sehr viele Leute wollten Broly und Chile haben und jetzt sind sie wieder da. Ich würde an eurer Stelle trotzdem nicht eure CC hier investieren, vor allem wenn ihr Free-to-Play seid, dann erst recht nicht. Es gibt Leute, die wollen den Broly unbedingt haben, egal ob sie ihn jetzt im PvP spielen können oder nicht. Sie wollen ihn einfach nur aus Prinzip und für die Leute wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg bei dem Banner. Aber für alle anderen Leute, die extra ihr Team aufbauen wollen fürs PvP, bei dem Banner eher nicht pullen. Hier sind schon sehr gute Movie-Charaktere dabei, aber Stand jetzt wäre es besser, die CC woanders zu investieren oder zu sparen auf jeden Fall. Wir machen natürlich weiter hier beim PvP, aber zum PvP kann ich einfach nur sagen, es ist eine ganz normale Season, keine Double RP, Triple RP, keine PvP Coins oder so, die man verdienen kann pro Sieg und deshalb bleiben die Rewards, wie man hier sehen kann, ganz normal gleich. Also hier für Battle Rank 50, 1:1 gleich und hier die Ranking Rewards, immer noch genau gleich, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wären hier jetzt bei den Events angekommen und wie immer eigentlich können wir die rechte Seite einfach komplett überspringen, es geht direkt weiter in der Mitte. Weil hier bei der Story haben wir ein neues Talents Event bekommen und ja, man kann schon sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr nices Event, weil ihr könnt schon mal direkt nur aus Missionen jetzt, okay, nur aus Missionen 1000 CC bekommen und wenn ihr noch einmal 84 von 84 Sternen macht, kriegt ihr auch nochmal CC drauf. Also man kann hier echt auf jeden Fall sehr schön Free-to-Play CC sammeln. Dann wären wir hier auf der linken Seite, aber hier hat sich eigentlich auch nichts geändert, also muss ich eigentlich dazu auch nichts sagen. Passend natürlich zu Free-to-Play-CC haben wir auch bei der Story hier bei Part 4 auf der schweren Seite natürlich wieder ein paar neue Stages bekommen. Also kann man hier auch ein bisschen Free-to-Play-CC sammeln. Somit wären wir jetzt bei den News angelangt und ja, Happy Weekend Banner kommt wieder am Wochenende. Es sind immer noch die gleichen Charaktere, plus bei jedem Summon bekommt ihr nochmal einen Sparking-Coin dazu und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wer hätte sich das gedacht, Leute, wir können wieder bei einer Umfrage teilnehmen und dafür bekommen wir auch CC. Damit ich es euch genauer zeigen kann, die Umfrage ist hier. Ihr geht hier, wo die 500 CC drauf sind, auf die Details und hier könnt ihr dann bei der Umfrage, wenn ihr alles richtig eingegeben habt, loslegen. Das Wichtigste bei der Umfrage ist, dass ihr eure Player-ID sofort richtig eingibt, okay? Weil wenn ihr die Player-ID nicht eingibt oder falsch eingibt, dann kriegt ihr die CC nicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja okay, aber wo ist denn die Player-ID, kann ich es euch natürlich auch zeigen. Ihr geht natürlich erst aufs Menü, dann geht ihr ganz oben rechts unter Legends Friends auf Status. Gleich unter eurem Namen ist auch eure Player-ID. Ich werde jetzt mal meine Player-ID verdecken. Ich glaube, man kann eh nicht viel damit anstellen, aber sicher ist sicher. Dann machen wir hier weiter. Und das Witzige ist einfach nur, das, was mich am meisten hypt von diesem Update her, kommt erst später. Also, als erstes, wie wir sehen können, werden wir 8 Tage lang, Leute, Free Summons machen können. Das sind die wichtigsten Charaktere, die im Banner sein werden. Also einmal Goku, einmal Vegeta, beide Gott natürlich. Der Vegeta zwar noch nicht, aber kann sich in seinen Gott verwandeln, kann man hier sehen. Wird dann zu Gott Vegeta. Dann zu den anderen Charakteren muss ich eigentlich, glaube ich, eh nicht sagen, sind die sehr alte Charaktere. Manche davon sind aber immer noch sehr gut, als Beispiel Super Saiyan 4 Goku. Dann haben wir der alte Bardock, der ist komplett useless. Rose hat auf jeden Fall auch noch was drauf. Gohan sieht man auch noch selten, aber immer noch gut.
und die zwei Blues sind, ja, nicht so wichtig. Den gelben sieht man ab und zu noch, aber den lilanen Vegeta, naja, eher nicht. Dann wird es natürlich auch 1:1 diesen Banner geben, aber nur mit Tickets, die Extreme oder höher garantieren. Und hier steht auf jeden Fall, dass man diese Tickets hier aus diesem Event hier bekommen kann. Zu dem Event steht noch gar nichts, also keine Ahnung, was für ein Event das sein wird. Das Einzige, was ich euch sagen kann, bei diesem Event werden wir irgendwas mit Schokolade farmen und die kann man dann eintauschen für diese Tickets. Mehr kann ich auch nicht sagen. Dann gibt es natürlich auch normale Tickets für diesen Banner. Also es gibt ja Tickets, die Extreme oder höher garantieren. Und dann gibt es normale Tickets auch. Das ist dann so, als würdet ihr ganz normal bei dem Banner pullen. Das war's. Und diese Tickets, Leute, jetzt kommt's. Diese Tickets kann man aus dem Koop-Shop kaufen. Und ja, Leute, ich freue mich schon mega drauf, weil es wird ein Raid sein. Ganz oben auf dem Bild steht die Exe da, Raid Rush. Bin gespannt, wie der Raid sein wird. Ich hoffe dieses Mal, dass er um einiges mehr Leben hat, damit auch wirklich jeder mal bei dem Raid mitmachen kann. Und ja, ich hoffe, dass die Belohnungen mindestens gleich sein werden wie beim letzten Raid, weil die Belohnungen waren echt krass. Da steht natürlich auch, dass der Raid 12 Tage lang gehen wird. Die Frage ist nur, wie viel Leben wird der Raid-Boss haben und wird er wirklich 12 Tage lang überleben? Weil für die Leute, die es nicht wissen, den letzten Raid haben wir in 20 Stunden oder so, glaube ich, erledigt. Und das war schon ziemlich krass. Und wie schon gesagt, die Tickets und so weiter werden dann im Koop-Shop sein und da kann man sie dann kaufen. Wir machen hier kurz mit den Missionen weiter. Da haben wir eigentlich nur zwei neue Missionen. Einmal wieder vom Sammelabenteuer-Event. Hier könnt ihr wieder Wassermelonen sammeln, bekommt Tickets dazu, CC dazu. Wie immer könnt ihr natürlich maximal 4 Tickets bekommen und 200 CC von diesen Missionen her. Dann hier bei dem Turles-Event, hier kann man ja maximal die 1000 CC bekommen, von den Missionen jetzt nur. Plus, jetzt zeige ich euch mal, was man noch alles bekommen kann. Also, man bekommt Energietickets, Skip-Tickets und, das Witzige, man bekommt sogar Extreme-Z-Power für den Extreme-Turles und sogar Sparking-Z-Power, aber für den alten Turles, also den lilanen Turles. Aber seien wir mal ehrlich, das Wichtigste für uns sind so oder so die CC, sage ich mal. Also, das Einzige, was übrig geblieben ist, sind die Equipments und hier machen wir jetzt weiter. Vom PvP bekommen wir sogar echt ein gutes Equipment für Android. Beide Angriffswerte werden erhöht, einmal bei Slot Nummer 1 und einmal bei Slot Nummer 3. Und bei Slot Nummer 2 kann es entweder die Fernverteidigung oder Schlagverteidigung werden. Also für ein Equipment, welches man auf dem PvP bekommt, ist es wirklich sehr gutes Equipment hier. Dann vom Turles Event haben wir zwei neue Equipments. Das erste hier ist das hier. Für Leute, die einen sehr großen Wert auf die Verteidigung legen, ist das Equipment wirklich sehr stark. Aber für mich eher uninteressant, weil ich will immer Equipments haben, wo ich sehen kann, dass ich mehr Damage mache als Beispiel. Aber dafür ist das zweite Equipment auf jeden Fall besser. Hier erhöht man bei Slot Nummer 1 und 2 wieder die Defensive, aber bei Nummer 3 kann man auf jeden Fall den Blast Attack bis zu 15% erhöhen, und zwar den normalen Blast Attack, nicht den Basis Blast Attack. Deshalb kann dieses Equipment hier sehr interessant werden. Also Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen und zu dem Update an sich kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren, würde ich sagen. Alleine nur heute kann man direkt 2000 CC farmen. Ist auf jeden Fall nice und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch die CC farmt, nicht sofort ausgeben. Spart sie euch erst einmal, okay? Und das Witzige ist einfach nur, dass dieses Update eigentlich nur 4 Stunden war. Bedeutet, mit einem 4-Stunden-Update bekommen wir direkt mal 2000 Free CC. Also das alles von einem 4-Stunden-Update hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Freut mich auf jeden Fall. Plus, Raid wird dazukommen. Ein neues Event, wo man diese Schokolade farmen kann. Dann noch Free Multis werden noch dazukommen. Dann Leute, wär's von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim heutigen Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!